Ich heiße Marie, ich bin aus Berlin, lebe jetzt seit 20 Jahren in Katalonien, in Cercs und bin Grafikdesignerin. La Marie Caprets és dissenyadora gràfica i administradora de webs. També és consellera comarcal del Berguedà per Esquerra Republicana de Catalunya i cap d'oposició a l'Ajuntament de Cercs, per Clamam. Creu que amb diàleg i cultura es poden crear ponts entre el municipalisme i les experiències internacionals. Per què s'ha de participar en el procés d'independència? Nicht immer vor, man hat nicht immer das Glück, dass sowas im Leben von jemand vorkommt. Und deswegen denke ich, sollten wir alle daran teilnehmen. Und es ist auch unsere Pflicht, um die Geschichte in eine Richtung zu lenken oder in eine andere Richtung zu lenken. Aniràs a votar? Also mir ist klar, dass ich auf beide Fragen mit Ja antworten werde. Also dieses berühmte CC, auf die doppelte Frage. Und ich bin aber auch aktiv in Vereinen und auch von der Kommunalpolitik her, weil ich denke, man muss teilnehmen, man muss Teil der Gesellschaft sein und man sollte sich doch einbringen. Als die Mauer gefallen war, war ich 14 und das war so ein einschneidendes Erlebnis für mich, weil ich glaube, damals hätte man viele Sachen viel besser machen können, wenn man mehr auf die Menschen gehört hätte. Ich glaube, dass es wieder so ein historischer Moment ist und jetzt bin ich alt genug und habe auch die Reife, daran teilzunehmen und das möchte ich auch hier mitmachen. Com vols que sigui el nou estat? Da ist, wo man eine große Chance hat, ein neues, modernes Land zu machen, das sich eben auf die mittelständischen Unternehmen konzentriert, das aber auch zum Beispiel Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit in den Kern, als Kernaufgabe für eine neue Gesellschaft nimmt. Und das ist eigentlich die Chance und deswegen glaube ich, dass ein neues Land, ein neuer Staat wäre ein Neuanfang und viele Chancen täten sich da auf.